oben aussieht, auf der Ebene 3, beim letzten Mal hatten die so, hat der Flughafen diese Säule aufgestellt, eine provisorische Säule. Von der provisorischen Wand natürlich. Steht auch nichts mehr oben. Das nächste muss ich uns da aus meiner Bekenntnis. Oh, ich sehe gerade hier. Durchgang komplett gesperrt. Neue Perspektiven stehen nicht über Nacht. Eine Besucherterrasse für sie ist ein Herrschungsgrund von uns. Die Geduld haben lohnt sich. Oh, cool. Ah, ich habe irgendwo gehört, dass der Flughafen jetzt doch eine Terrasse errichtet, und zwar mit Plexiglasscheiben. Wie es am Flughafen Cambodge, die untere Ebene und den anderen Flughäfen, wie zum Beispiel Münster, Osnabrück, Dortmund. Und welche gibt es noch? AWC auch noch. War cool. Endlich wird etwas getan. Personaldurchgang darf only. Das heißt, man kommt dort nur mit so Karte rein. Auf diese Galerieebene. Das war wirklich eine so richtige Entscheidung von mir, beim letztes Mal hochzugehen. Sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Denn jetzt wird diese komplette Galerieebene umgebaut und wird bestimmt nicht mal so aussehen, wie es vorher der Fall war. Und da oben soll auch so Gastronomie einziehen. Und genau deswegen modernisiert dieser Flughafen auch weiter die sowieso Terrasse. Und nicht wie so während der Corona-Pandemie so ein paar kleine Modernisierungen, und dann hieß es dann Personalmangel. Und das geht bis heute so. Und jetzt modernisieren sie endlich die sowieso Terrasse. Zumindest steht es da. Und natürlich auch online im Konferenzzentrum. Für mich geht es jetzt wieder runter. Über den QR-Code kann man noch mehr erfahren, über den Umbau erfahren. Und die haben jetzt so wieder so ein Zentrum, es ist nach 18 Uhr. Und sonst hier am Flughafen hier relativ ruhig, Da steht ein riesengroßer Weihnachtsbaum, mit dem sehr, sehr schönen Geschmack. Und hier steht auch jetzt haben wir Rolltreppe, Ich fahre mal wieder heute. Hoffentlich passiert nichts wie beim letztes Mal in Gelsenkirchen oder so, oder in Duisburg, und auch in Duisburg. Da ich euch noch einmal anhalten. Gestoppt. Das hat immer sehr, sehr gut festhalten. Kleine Schlange hier bei Iberia. Iberia Old State da hinten. Hier unten auf Ebene 1. Das sind dann Abflüge nach München, Eurowings, türkisch anders nach so Istanbul, britisch nach London, London City, Lyon, Kopenhagen, Amsterdam, Frankfurt, Oslo. Da ist der wunderschöne Weihnachtsbaum hier im Terminal des Flughafens. Der Unterschied zwischen den Bereichen B und C, auch für das Konto-Check-In. Das Check-In bei Konto ist auch sehr, sehr lang. Ist noch länger als der von Iberia. Da ist übrigens Sun Express. Priority-Check-In. Online-Check-In. Normalerweise ist Sun Express immer da hinten, aber wir sind hier. Das ist auch British Airways. Große Kur, vorher waren ein anderer Anbieter, dann war ja die Reisebank vertreten und auch die Stadtsparkasse Düsseldorf, und beide haben ihre Filialen geschlossen, die haben den Flughafen. Und letztes Mal, als ich in Frankfurt war, muss ich auch feststellen, dass die auch die
auch die Commerzbank ihre Filiale am Frankfurter Flughafen geschlossen hat. Da gehe ich zum Fliegerbereich. Ich sehe das Kontrolle. Sehr, sehr kurze Wartezeiten. Und ich sage mal vielen Dank so fürs Zuschauen. Und hier vorne sind wir jetzt übrigens Emirates nach Dubai und der letzte Weg nach Medina nach Kayseri. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.